Willkommen zum zweiten Spieltag von der PBR Season 2. Heute geht's rein gegen Ele und ihr seht, dass wir auf Shaolin gespielt haben. Ja, er hatte beim ersten Spieltag schon das Struggle gehabt, also schon den Struggle gehabt, dass Nils und er öfter deceit wurden. Wir wurden auch deceit und waren so mitten im Game drin. Mussten daher einige Sachen nachspielen. Einige Sachen sind auch anders verlaufen tatsächlich, wie im Game war. Die werde ich aber dann genauer erläutern. Und ja. Dann zur Team-Preview. Er hat mitgenommen. Geführt so fast alles, was so gefährlich werden könnte gegen mich. Das Einzige, was mir gefehlt hätte, wäre Heatran. Heatran wäre noch so ein Mon gewesen, womit ich gar nicht klar gekommen wäre, weil ich habe im Teambuild so hart gestruggelt gegen seine Fighting-Types, die er bald auch mit hat, gegen Garchomp, was er auch noch mit hat, gegen Uxie, was er auch noch mit hat, gegen Heatran und gegen Seismitoad so ein bisschen. Weil ich kann euch verraten, ich habe keinen Grass-Move auf Velia. Ich habe, wenn so kommt, eine Hidden Power Grass auf einen Zapdos, das war's, auf, für Seismitoad so, ne? Aber Zapdos ist jetzt mal eine andere Geschichte. So, ja, er hat mitgenommen, Scrafty, das ist Irokex. Gen 5 ist eigentlich so ein Mon gewesen. Das ist ziemlich stark da gewesen. Was? Der hat den ultimativen Bulk. Er hat den kompletten Angriff hat er jetzt nicht, aber er kann halt auf DD halt zurückgreifen. Er hat Expidermis mit Protzer Rest so. Er hat Hochmut, was dem halt auch nochmal gefährlich wird. Er ist zwar jetzt nicht schnell, aber der ist halt. Der ist bulky und will sich halt immer setupen so, ne? Das macht er. In Gen 6 ist er tatsächlich schlechter geworden durch die vielfach Fehlschwäche, aber die gibt's ja hier nicht in Gen 5, ne? Naja. So, dann hat er Garchomp. Garchomp ist halt grundsolide, er kann halt damit rocken. Also kann, muss er nicht. Er hat noch zwei andere bei, die rocken können. Und noch einen T-Spiker. Ich habe ihn aber eher offensiv gesehen, so. Und daher kann es sogar möglich sein, dass ich ihn mit einigen Mons gut rausnehmen kann. Dann hat er Selfer. Er wird mir tatsächlich gefährlicher, wenn er physisch defensiv spielt, statt speziell defensiv. Aber er muss irgendwie ein speziell defensives Set spielen für ein speziell offensives Zoroark, Starmie und Kyura. Und daher habe ich dann was mit Zapdos noch gemacht. Dann hat er noch ein Scaraborn, das eventuell Scarf sein wird, weil er braucht irgendwas Schnelles und Scarf schneller als mein Scarf. Waschakir, was ich jetzt schon gespoilert habe und also ich gehe davon aus, dass es Scarf ist und der poltert halt durch und je nachdem, ob er Guts ist, macht er schon, wenn ich einen Toxic so drauf kriege oder ein Burn durch Scald, aber ich habe glaube ich Surfer. Ich weiß nicht, ob ich Surfer oder Scald habe, auf jeden Fall. Macht er auch guten Schaden die ganze Zeit. Aber selbst Moxie wird mir ziemlich zum Gefängnis werden, wenn er einen Kill kriegt. So, dann hat er noch Roserade. Roserade ist ein relativer guter Check für Velia so oder für die Wasserattacken für, von Starmie oder die Elektroattacken von Zapdos. Ansonsten kommt er halt eigentlich überall rein. Sonst habe ich den gar nicht so gesehen. Also ich habe ihn ein bisschen gesehen so. So ist es nicht. Aber ich habe ihn nicht so gesehen. Da hätte ich jetzt so, in meiner Stelle hätte ich statt Roserade hätte ich irgendwie Heatran reingepackt tatsächlich. Und dann wäre es komplett Ende gewesen für mich. Dann weiß ich, hätte ich gar nicht gewusst, was ich machen soll. Und zu guter Letzt hat er Branawatz. Und Branawatz ist halt so ein Mon. Ich feiere es. Das ist so mitunter einer meiner Lieblings-Draft-Mons, die ich momentan spiele. Ich mag den Frosch. Der ist zwar nicht so bulky wie Swampert, hat aber eine geilere Fähigkeit wie Swampert und macht seinen Job. Ja, kommen wir zu meinem Team. Ich habe mitgenommen ein
Havanberry Kyurem, was nicht full in Special Attack investiert ist. Timid Wesen, so viel Speed, dass ich ein Heracross auf Speed auf Full Speed und Rest in HP. Da hatte ich irgendwie am Ende so 423 KP oder so. Ich muss da irgendwie Bulk investieren, dass, falls der Roserade mitnimmt, ich die Roserade ein bisschen was habe. Dann habe ich ein Choice Scarf, also Choice Element Scarf Waschagier. Der böllert sein ganzes Team so komplett weg eigentlich, bis auf Heatran und Electek, je nachdem, ob er dann mit Evoli First Step spielt oder so. ich habe jetzt nicht sein ganzes Kader im Kopf, also auf jeden Fall, weil Braviary hat sein ganzes Yu-Yu irgendwie auseinandergenommen, das sind halt seine zwei Fighting Types und Roserade. Gegen den offensiven Guardship macht er 70% mit einem Brave Bird, also ja, das Einzige, was halt drinnen bleibt, ist First Step Uxie so. Und deswegen ist Waschagier halt hier so ein Late-Game-Sweeper, also der kann halt wirklich zum Late-Game-Sweeper werden, je nachdem, ob seine Scarf also raus sind und seine Defensive generell gut angechippt ist, dann könnte ich das eigentlich noch, also kann ich das noch gewinnen so. Und ja. Dann habe ich Starmie. Starmie ist genau das gleiche Problem wie Kyurem. Ich brauche Zwischens in Heatran. Seht ihr auf der anderen Seite irgendwo einen Heatran? Ich nicht. Ja. Ist scheiße, ich weiß. Ich habe das Full HP gespielt. Mit so viel Speed, dass ich Garchomp outspeede. Und Rest in Special Attack, so, ne? Mit Timid Wesen natürlich. Und ja. Auf dem Mann habe ich richtig gestruggelt. Ich hätte Recover zocken können statt Scald. Oder Surf. Damit hätte ich irgendwie Starmie halt immer am Leben behalten können. Weil ich habe echt gestruggelt, was ich wegpacke. Ich hatte so zwischen 5 Moves halt gestruggelt. Ich brauchte Rapid Spin, ich brauchte Ice Beam, ich brauchte Psyshock und ich brauchte Siegemaster Surf so in dem drin. In dem Sinne. Weil, falls er Heatran mitnimmt und ich habe kein Surf, mache ich mit Starmie nichts. Ich könnte ihn zwar das erste Mal rausgehen, aber beim zweiten Mal, wenn ich dann irgendwas anderes einsetze, kann er dann sagen, oh, ich bleib mal drin, er hat wahrscheinlich kein Surf oder so. Und dann ist Starmie auch für den Arsch. Wenn ich es genau für Heatran mitnehme, ja. So, das gleiche. Vilje. Full HP, so viel First Death, dass ich einen EQ, glaube ich, nicht als Two-Hit ansehe, von einem, entweder von einem Live-Op-Set oder Chess-Graph-Set, eins von beiden. Oder war Dragon Claw eins von beiden, EQ oder Dragon Claw. Und der Rest war eine spezielle Defensive und die spezielle Defensive ist auch noch dazu da, um irgendeinen speziellen Hit von irgendeinem One, ich glaube, von Heatran Fire Blast, als gerade so nicht Two-Hit zu tanken. Das hat irgendwie so gerade so gepasst mit Garchomp und Heatran so. Bei dem Investment. Wenn ich dran denke, ich habe es glaube ich beim Spieltag 1 vergessen, einen Poképest Link von meinem Team halt reinpacken. So, dann haben wir ein physisch offensives Zoroark, weil mit der Move Coverage er dort weitaus mehr abdeckt als mit der speziellen. Also ich hätte auch mit Spezialoffensiv spielen müssen, aber da hätte ich den Focus Blast treffen müssen. So habe ich ein physisch offensives Jolly Wesen und Life Orb und habe einen Low Kick und einen SD Low Kick mit dem T-Train einfach komplett aus dem Leben. Und ja, dann habe ich halt an sich noch Night Slash. Ist zwar schlechter als Sucker Punch, aber Sucker Punch habe ich nur 5 Mal und er muss halt auch nur angreifen deswegen. Ja, und ich musste gerade gehen, falls ihr das mitbekommen habt. Ja, ich war beim Sucker Punch Night Slash so. Er macht zwar nicht so viel auf einem Fist der Uxie so, wenn er auch Colboberry spielt. Garchomp ist so und Irokexen sind seine einzigen Switch-ins, aber ja, Seismitaut auch, wenn er Fist-Up ist. Dann mache ich auch nicht so viel.
Aber für sein ganzes Juju habe ich noch Bounce drauf. Ich hatte vorher statt Life Orb Leftovers drauf, so um halt immer, wenn ich Bounce eingesetzt habe, zu recovern. Und ich hätte eigentlich immer Bounce drücken können, so wenn ich SD draußen gehabt hätte. Und hätte dadurch immer 6% recovered. So, ist eigentlich eine ziemlich nice Idee gewesen. Und ich hätte halt Hero-Packs gut Schaden gemacht und ich hätte Scarver aus dem Leben genommen. Ja. So. Und zu guter Letzt, Zapdos. Ich habe einfach die ganze Zeit gestruggelt, was ich mitnehme. Ich hätte Logak mitnehmen können, der hat seine ganze Karte gefühlt auch auseinandergenommen, bis auf Uxie, wenn er Fistaff wäre. Da habe ich überlegt, nimmst du jetzt doch Claydol, weil irgendwie wäre er witzig gewesen, weil da hätte ich noch den Rapid Spin, dann kann ich auf Dix ohne Rapid Spin spielen. Habe ich dann auch wieder verworfen. Und dann habe ich so geguckt, weil was hat das? Zapdos hat der Drill Pack. Also Bohrstab. Der wird das ganze Juju irgendwie auseinandernehmen. Spielen wir noch Wild Charge drauf. Für den Elektro-Type-Move. Und den U-Turn. Weil, falls er Special Death ist auf Uxie, mache ich den 50%, wenn ich Adamant Band bin. Und deswegen spiele ich am zweiten Spieltag ein Adamant Band Zapdos gegen Ele und um ihn halt damit zu überraschen. Ja, ich habe meine Hidden Power Grass halt noch drauf. Für Seismitoad. Und ja, um irgendwie irgendwas, irgendwie irgendwas, um halt generell irgendwas zu haben. Ja, ja gut, gehen wir mal in den Kampf rein, ne? Genug gelabert. So, wir haben mit Zapdos Uxie geleadet. Ich bin dann straight in U-Turn gegangen und gesehen, es ist komplett speziell defensiv, weil wir 50% gemacht haben. Ich muss jetzt hier zwar eine Toxic fressen, was an sich nicht so schlimm ist, werft dadurch eine Toxic auf Scaraborn, was ich gedacht hätte, scheiße, das ist ja bestimmt Katz oder so. Und ja, jetzt kommt schon gleich ein Play, den ich gelebt habe. Ich habe eine Stone Edge gelebt, lustigerweise, und konnte Mon dadurch auch noch gut anhitten. So. Aber er kriegt jetzt hier den Crit und somit ist sein Guard Chomp, was er da reingeworfen hat, eigentlich auf 100%, was davor auf 50% war mit dem Drill Pack. Ich habe mich danach einfach rausgenommen durch Rough Skin und Toxic Damage, so eine Art. Und ja, also das ist so, das ist meiner Meinung nach das, was gemattert hat am Ende in dem Nachspielen, weil Braviary hat ihn gekillt. Wie gesagt, der hat mit Breath 70% gezogen und das sehen wir auch später und ja, passiert. Ich bin dann in Starmie raus, weil er meinte, ich soll in irgendwas reingehen, außer das war irgendwie zu spät, da war ich schon in Starmie drin, dann bin ich in Starmie rein, er wechselt raus in Garchomp, er wechselt wieder raus in Uxie. Das war ungefähr so das gleiche Prinzip, bloß nicht ohne die ganzen Switches, also nicht verwirrt sein. Dann bin ich in Kyurem rein, während er auf U-Turn gegangen ist und er holt sein Heracross wieder raus und ich habe gestruggelt, was werfe ich rein? Musste Vilia dran glauben. Schade um die Rocks. Ja. Dann bin ich in Starmie gegangen, weil ich konnte mir ab dem Zeitpunkt schon irgendwie vorstellen, er muss Scarf sein. Und dann ist er halt gelockt. Und dann bin ich jetzt hier in Rare gegangen, bevor ich diesen Doubler gemacht habe. Das, wie gesagt, ist ziemlich verwirrend. Aber das ist halt wirklich passiert. Jetzt bin ich in Zoroark gegangen, also nicht erschrecken, warum ich. Ja, da hatte ich tatsächlich auch noch die ganzen Night Slashes rausbekommen, weil ich habe einen EQ getankt und. Aber das macht irgendwie auch nichts, weil er jetzt restet und. Er war halt am Ende voll so, als ich in Kyurem draus war. Weil ich mich mit Life Orb dann, glaube ich, selber gekillt habe. Wieso war das? Keine Ahnung, oder Schlafrede. Auf jeden Fall, wir sehen, er muss First Death sein, weil ein Ice Beam zieht über 40% ab. Und ich habe kein damage-boostendes Item und ja, hier habe ich versucht noch einen Sub zu generieren und darauf zu hoffen, dass er ihn nicht bricht mit EQ. Das wäre tatsächlich möglich gewesen. Aber er hat eine relativ hohe Roll bekommen, ja. Hier habe ich eine 50-50 verkackt. Ich hätte einfach ein Stymie gehen können. Und wie ihr seht, also ihr seht wahrscheinlich nicht, aber oder doch ist ein Dings, wo die Monster sind, seht ihr wahrscheinlich, aber ja,
Ich habe jetzt hier gerade Juxi rausgenommen und in dem momentanen Zeitpunkt steht es 2 zu 4 für Ele. Und ich sag aber am Ende noch was dazu, weil, wie gesagt, viele Rolls am Ende oder die jetzt ein Crits halt noch am Ende kamen und Crits in der Gen 5 komplett broken, weil sie 2 Waffen Schaden machen. Ha! So. Ja gut, bei Stonehenge kann man das nicht so erwarten, weil der hat halt eine High Crit Chance und so, ja, und EQ aber ja weniger und ja, okay, da sehe ich das aber nicht so schlimm. Eher nur bei dem Play mit Zapdos Scaraborn, weil irgendwie muss er gar nicht früh fürs Offensiv sein oder so, weil ich habe kein HP-Investment gehabt in Zapdos, lustigerweise. Ich hab den Rest in den Spezialangriff investiert, trotz Element Wesen halt für die Hitpower Quest so. Ja, ja, ich hab um den heißen Brei schon wieder geredet. Entschuldigung. Ja, wir sind gerade bei dem Matchup Bravery Uxi, was gestorben ist auf meinem Brave Bird. Und versucht das irgendwie halt zu spielen. Ja, so. Er geht jetzt hier in Garchomp, ich bin raus in Starmie, weil ich gucken wollte, wie viel Damage er macht. Er macht mit der Dragon Claw 50% und ja, ich drücke halt Ice Beam, weil was soll ich sonst machen? Ich hätte dort irgendwie rauswechseln können, auf den Brave Bird halt drücken können und so, aber dann wäre, glaube ich, irgendwann gestorben. Also am Ende muss es so oder so rauslaufen, dass eigentlich Bravery irgendwann stirbt, weil er Brave Bird am All so. Ich habe hier dadurch noch einen Kill bekommen und jetzt seht ihr, ich krieg 70% auf das Garchomp. Und habe halt hier an sich 3-0 verloren. Aber Ile hat dann so vorgeschlagen, dass es für ihn halt ein 1-0 ist. Ich meine, ich habe ihn auch geschrien, dass es mir egal ist, er kann auch das 3-0 haben, weil er ab dem dritten Spieltag nicht mehr dabei sein wird. Leider, aufgrund die ganzen DCs und so, das ist halt schade. Ich fand schon witzig, so, wie das Matchup so war und ich meine, im Nachhinein hätte ich gegen Bene gewinnen können. Ich habe halt nichts gegen Registeel mitgenommen, so ordentlich. Und ich hätte gegen Ele gewinnen können, irgendwie. Das hat beide mal an die scheiß Teambuilding gehabert. Ja. Naja, nichtsdestotrotz, ach, ich kann kein Deutsch, ist das jetzt ja ein 1-0 statt ein 3-0 für Ele und wir gehen 0-2 raus und er geht 1-1 raus, weil, wie gesagt, es hätte irgendwie in dem normalen Game hätte es tatsächlich irgendwie anders laufen können, lustigerweise, weil er hätte irgendwann keinen richtigen Switch in für Brave, für Rashak gehabt. Weil, Seismitod wäre tot und Uxi wäre tot und der Rest wäre gefühlt alles offensiv gewesen oder wäre halt einfach nach einem Brave Bird gedroppt. Ja. Das Einzige, was noch passiert wäre, ist durch Garchomp, dass ich halt zu viel Recall kriege. Ansonsten wäre das irgendwie machbar tatsächlich. Oder so. Ja. Mit Bravery halt am Ende durchzugehen, weil, ja. Taktik ging ungefähr auf, wie ich halt gefahren wollte. Und zwar mit Bravery. Also mit Bravery waschet ihr halt irgendwie zu. Late Game zu speeden so. Und ja, man hat gesehen, ich habe aus einem 6-2. Oder sagen wir so ein 6-3, am Ende ein 3-0 rausgeholt. Was an sich gar nicht schlecht ist, so. Weil ich habe seine Defensive relativ gut angechippt und dann dachte sich Barrier so, tot. Ja, egal. Ich rede schon zu viel und schaut auf Eles Seite, also sich nochmal, weil ich so der Typ bin, der nicht reden kann meistens. Also ich kann zwar reden, aber ich nusche ziemlich viel, ich überlege ziemlich viel und rede öfter zu schnell und dann denke ich es einfach. Ja, ich bin es nicht gewohnt zu kommentieren. Egal. Naja, dann wie gesagt, schaut euch die Sicht von Ele an.
was er sich so dachte über das Match und schaut auch generell auch noch die restlichen Kämpfe oder die Kämpfe davor. Bin der Vorletzte mal wieder und wir sehen uns dann am dritten Spieltag gegen Schatterich. Tschüss.